Beweggründe für Rodian Schwarz, sich dem Thema SPI und AOI vertieft zu nähern, kamen aus der steigenden Komplexität der Baugruppen. Wir haben eine sehr starke Miniaturisierung bei uns erlebt über die letzten Jahre. Aktuell laufen Baugruppen bei uns, die über 4000 0201er Bauelemente enthalten. Wir haben 01 und 05 auf den Boards. Unsere Boards sind 450 x 300 mm groß. Dadurch war es für uns zwingend notwendig, die bestehenden Systeme, die von der Auflösung nicht mehr adäquat waren, zu ersetzen. Die Evaluierung hat vor circa 2 Jahren gestartet mit Besuchen auf der Produktronika. Danach sind wir in dem Headquarter SAKI Europe in Prag für 2 bis 3 Tage zur Evaluierung der entsprechenden AOI und SPI vor Ort gewesen. Und in dieser Evaluierung konnten wir die Anlage ausgiebig auf Herz und Nieren prüfen. Nachfolgend haben wir die Möglichkeit mit SAKI genutzt, die Anlage 2 Monate inline zu testen. Wir haben hier innerhalb diesen 2 Monaten optimale Voraussetzungen in Bezug auf Unterstützung von den entsprechenden Firmen bekommen und konnten die Anlage für uns in der Linie eben einsetzen und konnten hier die entsprechenden Tests zur Zufriedenheit vornehmen. Die Integration der ersten Systeme hat mit Unterstützung von SAKI und Sedex hervorragend funktioniert. Wir konnten eine Woche nach Anlieferung schon Implementierung innerhalb der Linien und auch die ersten Produkte über die Linien laufen lassen. Das heißt, wir sind hier rundum zufrieden. Wir sehen SAKI im Bereich der Digitalisierung für Rodian Schwarz als einen der maßgeblichen Prozessbegleiter zum Thema der Datenanalysen. Wir werden in Bezug auf die Analysen zusammen mit SAKI die Software-Tools für das Thema Data Analytic und auch SPC gemeinsam formen können, um dadurch eben für das Unternehmen die bestmögliche Performance aus den Anlagen und auch die bestmöglichen Produkte fürs Unternehmen zu generieren. Die 3D-Messtechnologie kann Rodian Schwarz helfen im Bereich der Pseudofehler-Eliminierung. Wir erwarten hier eine Reduzierung um 50% der Pseudofehler durch die Kombination SPI und AOI. Durch das System MPV, was ein Bestandteil des Softwarepaketes ist, das wir eingekauft haben, haben wir die Möglichkeit der direkten Auswertung der Pastendaten im Vergleich zu den AOI-Bildern. Das heißt, der Operator kann bei einem AOI-Fehler direkte Rückmeldungen an das Druckzentrum geben bezüglich den Pastenvoluminas. Wir erwarten uns hier im Bereich der Digitalisierung über Auswerte, Analysen, eine fundierte und tiefgreifende Analytik von unseren Prozessdaten, die wir selbst aber mitgestalten können, was für uns im Unternehmen wichtig ist und wo wir mit dem Partner SAKI und SAKI Europe einen adäquaten und kompetenten Partner gefunden haben.